Ja, also es ist ja so, von Seiten der Landesebene, wir haben ja 1 Milliarde Euro in jetzt den Aufbau für den doppelten Abiturjahrgang bereitgestellt, inklusive bis 2013, und 2 Milliarden Euro mehr insgesamt seit 2008 im gesamten Bildungsbereich. Kommt das bei Ihnen auch an? Können Sie gerade im Hinblick auf den doppelten Abiturjahrgang auch die entsprechende Vorhaltung jetzt für die Studenten, für die Studierenden leisten? Ja, es ist ganz wichtig, dass diese Förderung erfolgt ist. Ansonsten denke ich, wäre ein vernünftiges Bewältigen, ohne dass man luxuriösen Komfort überhaupt in Betracht zieht, auch ein sauberes Angebot den Studierenden, die jetzt im doppelten Abiturjahr an die Universitäten kommen und an die Hochschulen, nicht möglich. Das wird dieses Jahr schon sehr segensreich sein, also was das Raumangebot angeht, was das Personalangebot angeht. Und das wird an Bedeutung noch gewinnen in den Folgejahren, denn wir erwarten ja auch fürs nächste und fürs übernächste Jahr noch erhöhte Anfängerzahlen, sodass das Maximum der Belastung der Universitäten so vielleicht in 3, 4 Jahren erreicht sein wird. Und ich glaube, das ist ja für alle ein Riesenkraftakt, also sowohl jetzt auf der Landesebene natürlich die Mittel auf den Weg zu bringen, die Programme aufzulegen vom Ministerium, aber auch vom Landtag, aber vor allem auch von vor Ort, das dann umzusetzen, gemeinsam, Sie haben gerade die Stadt angesprochen, auch im Studentenwerk, letztendlich auch mit den Studierenden. Also ich glaube, wie gesagt, es ist ein großer Kraftakt und sowas läuft natürlich nie reibungslos ab. Also ich glaube, dass da mit Sicherheit auch Sachen sind, die man nachsteuern muss letztendlich im Laufe des Semesters. Das kann gar nicht ausbleiben. Und natürlich ist das nicht für den betroffenen Studierenden dann nicht schön, aber wie gesagt, so eine Veränderung ohne Reibung, glaube ich, das kann überhaupt nicht stattfinden. Also es ist ganz klar, man muss da auch sozusagen bei den Betroffenen, bei den Studierenden und den Dozenten, wird sicher eine gewisse überdurchschnittliche Flexibilität gefordert sein. Dass wir einfach, wenn eine spezielle Lage, eine schwierige Lage auftaucht, dass man die löst, sei es mit konventionellen oder unkonventionellen Mitteln, das ist eine Sondersituation, trotz der guten Vorbereitung werden die Sachen übrig bleiben, die Sie da andeuten. Viele reden ja jetzt im Zuge des doppelten Abiturjahrgangs, dass volle Hörsäle zu sehen sind und ein großer Andrang. Es gibt ja noch Bereiche, wo Studienplätze frei sind, wo Sie auch noch Plätze zur Verfügung stellen können? Also letztlich ist immer noch die Tür nicht zu in allen Bereichen, wo wir keinen Numerus Clausus haben. Das ist ungefähr die Hälfte der Studienplätze, denke ich, insgesamt. Die überwiegende Mehrzahl der Studiengänge. Also wenn sich jemand für weite Bereiche der Naturwissenschaften, der Geisteswissenschaften, der Gesellschaftswissenschaften interessiert, dann einfach nachfragen und schauen. Und in verschiedenen NC-Fächern laufen gerade Nachrückverfahren. Auch da wäre eine Chance noch auf einen Studienplatz. Da natürlich keine Garantie, das ist der Unterschied zu den NC-Fächern, zwischen NC und Nicht-NC-Fächern. Mhm.